Ja, liebe Leute, willkommen zurück. Also, gestern hatte ich ja gesagt, ja, dass es ein Motorrad gibt. Aber das irgendwie nicht klappte, das ist natürlich wahrscheinlich völliger Blödsinn. Ich habe das bloß nie hingekriegt. Ich habe mich irgendwie wahrscheinlich sehr dapsch angestellt, das lasse ich jetzt mal hier. Weil ich, als ich gerade eben probiert, das klappt. Es klappt, und also zumindest oben im Gebäude. Mal sehen, wie es jetzt unten in der, auf der Wüste ist. Das werden wir gleich mal probieren. Das wäre natürlich schräg, wenn das klappt. So, ich hatte ja natürlich diesen zweiten Bodenkleider angefangen. Und da war natürlich das ganze Kupfer alle. Da habe ich unseren Bodenkleider aus der U-Bahn habe ich dann zerlegen müssen. Weil ich dachte, das klappt eben nicht mit dem Motorrad. Aber dann hatte ich herausgestellt, dass das doch irgendwie funktioniert. Und dann habe ich alles wieder zurückgebaut und alles wieder ganz gebaut. So, jetzt hoffe ich natürlich, dass der entscheidende Test ebenfalls funktioniert. Weil dann können wir uns nämlich auf die Suche machen. Beziehungsweise dann können wir hinfahren zum Kupfer. So. Ich weiß gar nicht, woran das lag. Also, es gab jetzt auch kein Update irgendwie dazwischen. Vielleicht habe ich mich einfach nur... So, muss natürlich wieder Chatpack einschalten, logisch. Vielleicht habe ich mich auch nur irgendwie dapsch angestellt. So. Wo war die Fläche? Hier oben, ordentliche Fläche zum... Motorrad fahren. So, ich hoffe, das klappt jetzt. So. Also. Motorrad habe ich noch einstecken. Beziehungsweise habe ich ihn wieder geholt. Jetzt scroll ich runter. Und da ist es. Da ist es. Da ist es. Und es steht da, F, um einzusteigen, um es wieder aufzunehmen. Aha, das sieht ja schräg aus. Nicht schlecht. Also F. Alter Schwede, Alter. Das ist ja... Wie sieht denn das aus? Das ist ja schräg. Ein Motorrad. Na gut, dann werden wir mal sehen, ob das funktioniert. Wo wollen wir eigentlich hinfahren? Wir wollen zum Kupfer, also eigentlich immer geradeaus. Wie lenke ich? Ich lenke mit... Halt. Aha, wenn ich dagegen fahre, passiert das erstmal nicht viel, aber... So, jetzt ist natürlich die Frage... Ich zoome mal lieber ein bisschen, kann ich ein bisschen ranzoomen? So. Wie ich hier durch diese Löcher komme und was die Viecher machen. Aha. Kann ich einfach hochfahren? Nee, geht nicht. Okay. Gut. Aufnehmen. Oh, jetzt kommt wahrscheinlich das Vieh gleich, oder? Nö. Na dann nochmal schnell weg. Absteigen. Zack. Die sind doch stärker. Ja,
weg. Nehmen wir mal alles mit. Ja, das ist doch eine feine Sache eigentlich. Bis darauf, dass Omikron halt ein bisschen blöd ist zum Fahren. So, jetzt wollte ich nochmal das Scharfschützengewehr testen. Ah, es hängt wieder. Gut. Naja, 5 Schuss. So, also, Motorrad funktioniert. Omikron ist fürs Motorradfahren ein bisschen scheiße. Das ist wahrscheinlich Akua oder so besser. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Kann man springen vielleicht? Das wäre doch nicht schlecht. Aber ist wahrscheinlich noch nicht der Fall. Dass man mit Anlauf sozusagen über die Canyon sozusagen hüpft. So, ich sammle mal noch schnell die Orangen ein, weil die geben dann richtig gutes, vergammeltes Zeug. Die bringen sowieso jetzt nicht den großen Wert an irgendwelchen Nahrungsmittelpunkten. Hallo? So. Aber für die ganzen... Ach, Aloe Vera, die sieht auch anders aus. Die ist neu. Die sah erst, sie hatte doch bloß so 3 oder 4 solche Blätter. So, was ich aber brauche, sind Fasern. Genau, das sind sie. So, also. Motorrad. Genau, und ich hatte wahrscheinlich, hatte ich die Maus, als ich gestern hier das aufstellen wollte, die hatte ich zu weit oben und hatte das dann immer versucht. Die muss wahrscheinlich so nah ran, dann kommt das erst. Gut. So. Okay, also halten wir uns sozusagen etwas, was ist das eigentlich für ein Symbol? Ein Motorrad hier mit Lenker und Licht, oder? So, also etwas links. Okay, Warntest. Geht aber nicht. Mit Springen. Hätte mich jetzt auch ein bisschen gewundert. So, also. Aber über die Ebene kann man da gut fahren. Das heißt, ich muss jetzt sozusagen irgendwie doch hier nur laufen. Ja, dann mache ich am besten hier am Kamm lang und dann zum Kupfer. So machen wir das. Weil damit, das brauchen wir dann unbedingt für unser Raumschiff, was ich dann irgendwann, ich hoffe, heute noch ansetzen will, dass das dann fertig ist. Also ich habe das im Prinzip unter, also ich habe das fertig und das müsste eigentlich auch im Workshop stehen. Im Workshop. Da müsste es wirken. Walken. So, na. So, komm hoch. Alter. Also ohne Jetpack kann die überhaupt nicht klettern. So, hier geht's weiter. Okay. Wie spät haben wir? 7 Stunden. Ja. Ich glaube, aus denen kann man dann die Medipacks machen. Ja, ist schade, dass das hier so ein hügeliger Planet ist. Weil dann mit diesem Motorrad kann man doch schon ganz schön zügig von A nach B kommen. Das ist Mist. Oder schade. Mist ist es nicht, es ist schade. So. Okay. Ach. So, Magnesium. Ach Quatsch, Kupfer. Kupfer, da haben wir Kupfer, das sind am Berg. So, flitze ich mal hin. Wie sieht es eigentlich aus? Gesundheit ist ein bisschen lediert. Klar, Ausdauer ist auch am Ende. Sauerstoff. Na gut, da
fahren wir mal wieder ein Stückchen. Fliegen tue ich ja und Alter. Aha. Ah, schön. Kann man dann sozusagen Rennen fahren? So, wie sieht's hier aus? Alles leer, alles gut. Das Einzige, was mich interessiert, ist, mit was das angetrieben wird. Wahrscheinlich mit Luft. So, 21, fangen wir hier an. Oh, 4 Stunden. Naja, dann nehmen wir jetzt erstmal ein bisschen Kupfer mit. Und dann. Aha, sind schon da, sehr gut. Dann denke ich, machen wir es wieder auf dem Rückweg langsam. Beziehungsweise. Wir haben ja eigentlich genügend Munition. Die Frage ist jetzt, wie viel Sauerstoff wir haben. Haben wir auch. Essen haben wir eigentlich auch. Dass man eigentlich sich. Ich kann ja die Nacht noch draußen verbringen und dann. Oh. Oh, oh, oh. Ich schau mal nach. Ich habe das vertraute feindliche Geräusch gehört. Aha, dort hinten. Jetzt ist natürlich die Frage: ein Kleider wäre natürlich jetzt besser, ein Bodenkleider, als jetzt irgendwas anderes, weil da kann man das Geschütz nehmen und das verteidigt einen dann. Na gut, ich lasse mal da unten. Das sind jetzt bloß die beiden, oder? Ja. Also Kupfer. Kupfer war wichtig, Kupfer war essentiell. Ohne Kupfer wird nichts. Ah, da unten ein Loch. Mist, das ist schlecht. Dass immer irgendwas reingehuscht kommt. So, wie viel haben wir? Wir haben 134. Naja, ich mach noch bis, ich mach zumindest die ganze Ladung hier weg. Okay, das heißt, ich ziehe mir mal so ein kleines, oder hatte ich hier so ein, nee, hatte ich nicht, sonst ziehe ich mir mal so ein kleines Medi-Dings rein, dann nehme ich so Sauerstoff und dann können wir uns eigentlich mal um die Sachen kümmern, weil diese wackelnden, was weiß ich, Blüten oder so, aus denen kann man dann, glaube ich, die ganzen kleinen Medipacks machen. Das ist gar nicht so schlecht. So dass ich die noch gerne mitnehmen würde. Alle. So. Wo? Ach, da hinten. Da hinten oder? Okay, Nummer 1. Die hier meine ich. Wo war was? Da war was. Mal sehen, ob wir das ranholen. Ahoi. Ist das wo weit entfernt? Glaube ich nicht, hä? Komm, komm her. Komm, 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 komm. Na jetzt, hä? Gut.
Okay, wir haben 3 Stunden noch. Das Flitzmaul, das eine hat man das schon ausgeweidet. Ausgeweidet. So, jetzt ist eigentlich da oben zum Beispiel Bergbau und Ressourcen. Erzabbau habe ich da gerade gemacht. Wieso wird das nicht aktiviert? Das würde mich erstmal interessieren. Was denn schon wieder? So. Was war hier? Hier war eine Faser. Ne, habe ich nicht gesehen. Doch, hier. Doch, ich habe es ja gesehen. Also die sind wirklich etwas wenig. Oh, ist schon ganz schön voll. So. Da würde ich sagen, also die haben ganz schön geringen Radius, ne? So vom Angriff, also wie weit sind die entfernt? 80 Meter, trotzdem stört die das nicht, wenn ich hier bin. Ja, ist okay. Na komm. Okay, weil da waren nämlich Fasern, die will ich haben. Gut. Und Aloe Vera. Und Fleisch. Und da würde ich sagen, wir nehmen wieder das Motorrad. Die Flaschen pfeifen uns dann rein. Und machen nach rechts. Nee, nach links. Ah, hier, Fahrer. Brauche ich. So klappt das eigentlich, ne? So ist das eigentlich eine coole Sache. Das ist ja nicht schlecht. Tropf und weg. Ah, ich feiere das ein bisschen. Stelle von mir, oder? So, man kann natürlich sich nie zurückdrehen, oder? Okay, so geht's auch. Also. Upsala. Da muss ich das mal nehmen hier. Wieso ist die Munition hier? Sauerstoff wird gelb. Ich habe noch. Es ist Nacht. Okay. Ich bin das erste Mal nachts draußen. Gut. Da würde ich sagen, ich werde zu diesen Kobalt gehen und dann werde ich das weiter abbauen. Ich denke mal, Munition habe ich genug, Essen habe ich auch genug, Sauerstoff habe ich auch genug. Das ist alles kein Ding, das schaffen wir. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, ciao.